Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Herr Deutsch, Sie sprechen von einem rot-grünen Antrag, ist ein roter Antrag, damit wir die Sachen sauber auseinanderhalten. Die SPD hat durchaus eine eigenständige Vorstellung davon, was sie für richtig hält, und das ist auch gut so. Und wir Grünen haben das unter Umständen auch mal. Und ich denke, dass Sie insofern auch irren, Herr Deutsch, wenn Sie den Pakt so angreifen, wie Sie es jetzt getan haben. Das war 2013 schon was Besonderes in der Theaterlandschaft, insofern als dass wir seinerzeit uns eben diesen besonderen Problemen angenommen haben, die sich aufgrund der Tatsache ergeben, dass unsere Kommunen die Hauptträger der Theaterlast sind oder der Theaterkosten sind, die ja auch eine Last sind für die Kommune. Ganz klar, es ist ja Belastung im Haushalt. Und dass das also für uns der Grund war, zu sagen, da, wo es wirklich schwierig wird, wollen wir mit diesem Pakt einleiten und eingreifen. Und das, meine ich, nach wie vor war eine durchaus richtige Entscheidung. Ich finde es klug und richtig, wenn Sie sagen, das entwickeln wir weiter. Ich würde also eine Kulturpolitik im Land Nordrhein-Westfalen immer so formulieren, dass ich auf das, was vernünftig war, weiter aufbaue und es weiterentwickle. Und ich glaube, dass durch die Abgrenzung wenig erreicht wird. Ich verstehe die Koalitionsfraktion, wenn Sie ein Stück weit dem Verdacht folgen, dass der Kollege Bialas und seine Fraktion mit diesem Antrag auch ein bisschen antreiben wollen. Das ist schon so und das soll auch, glaube ich, so sein. So ist es ja auch dann im Ausschuss vorgesehen. Die Ministerin hat ja angekündigt, dass sie dazu vortragen wird. Deswegen stehen sowohl der Antrag wie auch der hier heute eingebrachte Antrag schon in der Planung und in der nächsten Tagesordnung im Plan. Und insofern glaube ich, wir werden dann auch eine konstruktive Debatte dazu führen können. Ich glaube aber, wir müssen so ehrlich sein und sagen, wir können als Land die Kommunen natürlich nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Dafür reicht der Landeskulturetat nicht, auch nicht der von Ihnen erfreulicherweise jetzt Jahr um Jahr um jeweils 20 Millionen erhöhte Kulturetat. Und insofern müssen wir klar sagen, dieses ist ein Zeichen des Landes, in der von Ihnen jetzt geplanten Form uns demnächst vorzustellen, mit dem deutlich gemacht wird, das Land ist sehr daran interessiert, dass die Kommunen die kulturelle Vielfalt erhalten, die sie gewährleisten seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und wir sind vor allen Dingen deshalb froh, dass wir in Nordrhein-Westfalen diese Breite in der Fläche haben an Angeboten. Es ist eben das Theaterland Nordrhein-Westfalen nach wie vor eins der dichtesten weltweit. Und daran wollen wir festhalten. Und dass dazu ein Beitrag organisiert wird, ist gut. Und insofern finde ich auch interessant, das ist die Pflicht der Opposition, wenn sie das möchte, kann sie dieses in entsprechenden Anträgen zum Ausdruck bringen. Und auf die Art hat die SPD aus meiner Sicht eine Reihe Denkanstöße mitgegeben, die wir, glaube ich, in die Diskussion ordentlich mit einbeziehen müssen. Manches davon wissen wir schon, weil es schon länger so gehandhabt wird. Anderes kann man möglicherweise auch anders sehen. Und insofern freue ich mich auf die weitere Debatte im Ausschuss. Und wir stimmen der Überweisung gerne zu. Dankeschön.